Hören wir dann schon den Pfiff. Also es kann direkt Schlag auf Schlag weitergehen auf der Bahn. Gar keine lange Vorlaufzeit für den zweiten Finalläuf. Alle Blöcke stehen so, wie sie sollen. Und dementsprechend können wir jetzt starten mit dem zweiten entscheidenden Finallauf. 200 Meter bei der weiblichen Jugend mit ihr hier. Das ist Lisa Sophie Hartmann von der Sportvereinigung Renningen auf der Bahn 1. Dann auf der Bahn 2 startet eine Athletin, die auch noch zur U18 gehört. Und für den Dresdner SC 1898 startet, das ist Chiara Schimpf. Dann auf der Bahn 3 die Favoritin, die jahresschnellste und einzige Athletin in diesem Winter unter 24 Sekunden. 23,87 schon gelaufen, die Halbfinalistin der U20-WM aus dem letzten Jahr über 100 Meter. Die amtierende Freiluftmeisterin über 200 Meter und dritte gestern über 60 Meter. Das ist vom ESV Amberg Katrin Fehm. Und diese junge Dame hier im Bild, die kommt von der AG Rhein-Wied und ist die stärkste Widersacherin von Katrin Fehm. Die U18-Meisterin aus dem letzten Jahr. Über 200 Meter. Fünfte schon mal im Vorjahr unterm Hallendach. Sophia Jung. Also wir erwarten den Zweikampf Katrin Fehm gegen Sophia Jung auf den Bahnen 3 und 4. Leichter Vorteil für Katrin Fehm. Und erstmal den Abstand. Ja, jetzt sehen wir es deutlich. Katrin Fehm läuft an Sophia Jung ran und vorbei. Sophia Jung. Position 2, Katrin Fehm vorne, kann Jung dann nochmal rankommen, jetzt ist die Lücke doch deutlich. Katrin Fehm, ESV Amberg liegt vorne und wird wohl gewinnen, 23,73. Ja, das ist deutlich schneller als im ersten Lauf und deutsche Jahresbestzeit für Katrin Fehm vom ESV Amberg, die deutsche Hallenmeisterin über 200 Meter und die hier in Tränen ausbricht. Das ist Katrin Fehm, Silber. Denn auch das müsste schneller gewesen sein als die 24,26 von Francine Philipp. Die geht an Sophia Jung. 23,73. Jetzt haben wir die offizielle Siegerzeit von Katrin Fehm. Dann 23,98 auf Sophia Jung. Bleibt unter 24 Sekunden und springt da jubelnd auf und ab. Und jetzt die Frage, was hat die dritte hier? Chiara Schimpf, 25,15. Das heißt, Bronze geht an Francine Philipp vom NC Rehlingen eben aus dem ersten Lauf. Das sind die Gewinnerinnen von Gold und Silber. Gold an die Athletin mit der 187 und dem getapten rechten Bein. Das ist Katrin Fehm.